Kostrap-Roh, wenn ich unter der Registerkarte Stand die Funktionen Mengen importieren. Als ersten Schritt wird man hier eine Datei auswählen und ich sehe, ich kann hier unterschiedliche Formate einlesen, zum Beispiel Excel-Listen, REB-Berechnungslisten und auch die Ergebnisse einer Massenberechnung aus Vestra. Hier habe ich auch ein entsprechendes Beispiel vorliegen. Im nächsten Schritt tut man die Positionen aus der Vestra-Massenberechnung den Positionen aus dem Kostenberechnungskatalog zuweisen. Ich habe hier ein Suchfeld. Ich beginne mal mit dem Oberboden. Ich suche mal nach Oberboden. Finde dann hier die Position Oberboden liefern und anklicken. Einmal doppelklicken. Dann wird hier die richtige Positionsnummer zugewiesen. Dann mache ich weiter mit der Pflasterdicke. Trage den Suchbegriff Pflasterdicke ein. Finde dann hier die Position Pflasterdicke mit Pflasterstein aus Beton herstellen. Doppelklick und die Positionsnummer ist zugewiesen. Wobei, jetzt sehe ich gerade, die Position aus der Vestra-Massenberechnung besitzt die Einheit Kubikmeter. Im Kostenberechnungskatalog stehen Quadratmeter. Hier kann ich mir behelfen über einen Faktor. Ich reiche den Faktor 0,1 ein. Dadurch erfolgt eine Umrechnung von Kubikmeter auf Quadratmeter. Dann mache ich mal weiter mit der Asphalt-Tragschicht. Suchbegriff Asphalt. Finde hier Asphalt-Tragschicht herstellen, Einbaudicke 8 cm. Was jetzt hier interessant ist, ich habe auch einmal Kubikmeter und Quadratmeter. Der Faktor wurde hier schon korrekt übernommen, weil im Positionstext die Einbaudicke als solche schon drinnen steht. Wenn man hier mit diesem Suchfeld arbeitet, gibt es noch eine sehr schöne Funktion, und zwar Anzeige auf gefundene Einträge einschränken. Die Funktion habe ich bisher gar nicht benutzt. Sie unterstützt einen dabei, die richtige Position zu finden. Im nächsten Schritt kann ich dann ausgewählte Positionen durch Rüberziehen einem Teil zuordnen und kann anschließend dann den Import einmal durchführen. Der Import ist dann auch unter den Leistungen zu finden. Im Notizfeld ist auch ein Hinweis auf die Herkunft der Mengen und ich kann jetzt die Kosten in Einheit noch eingetragen werden.